Ich sag Hallo zu einem neuen Video. Heute wird's Retro. Ich habe extra für euch mein bestes Retro-Hemd angezogen. Ich kann euch sagen, die neue Fujifilm X100 Mark VI, die ich hier in meinen Händen halte, die sieht zwar retro aus, was ich absolut abfeier, weil ich selber in so einer Zeit groß geworden bin mit Kassetten, C64, Schallplatten und so weiter. Aber in dieser Kamera wurde so ziemlich das Beste verbaut, was Fujifilm gerade zu bieten hat, in Sachen Prozessor und natürlich auch Sensortechnik. Und alles, was ihr wissen müsst über diese Kamera, seht ihr jetzt im Video. Die X100 Mark V war absolut beliebt. Und nachdem ich die 6er ausgepackt habe, konnte ich das auch sofort verstehen. Also die Haptik ist klasse, die fasst sich super an. Alle Bedienelemente sind sofort auf einen Blick zu sehen, was ich eben einstellen möchte. Die gibt es in Schwarz und in Silber. Ich habe hier die Silbervariante. Der X-Trans CMOS 5HR Sensor mit 40,2 Megapixel wurde hier verbaut. Und es gibt den X-Prozessor 5. Das Objektiv wurde nicht verändert. Wir haben hier eine Brennweite von 23 mm und eine Lichtstärke von 2.0. Es wurden 8 Elemente in 6 Gruppen verbaut und es stecken 2 asphärische Linsen hier im Objektiv. Wir haben in der Kamera einen 4-Stufen-ND-Filter. Das heißt, ihr könnt mit der Kamera direkt arbeiten, mit den Filtern. Ich finde, das macht die Kamera absolut sexy. Und wir haben ja nicht nur die ND-Filter, sondern auch noch 20 Filmsimulationen hier drin. Das sind 3 mehr als bei der 5er, da gab es schon 17 Stück. Und jetzt haben wir hier 20 Filmsimulationen, die ich auswählen kann. Das heißt, das Color Grading findet in der Kamera statt und simuliert die Filme, die es damals gab. Ob ich einen Schwarz-Weiß-Film einlege oder einen schönen Farbfilm. Ich habe mir das hier auf die Funktionstaste gelegt und kann dann eben auswählen, welchen Film ich gerade benutzen möchte. Ich kann sehr schnell zwischen verschiedenen Programmen wählen, zum Beispiel HDR, Serien oder Panoramaaufnahmen. Und das mache ich natürlich dann mit dem Look, den ich mir vorher ausgesucht habe. Wir gehen mal durchs Menü mit den ganzen Programmen. Natürlich kann ich Serienbilder machen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Focus Bracketing zu benutzen, HDR-Aufnahmen mit verschiedenen Einstellungen, Mehrfachbelichtung auch mit verschiedenen Einstellungen, aber eben auch Panoramaaufnahmen, die ich später noch zeige. Und es gibt einen Advanced Filter und den habe ich sehr gerne benutzt. Der macht wirklich tolle Bilder, tolles Bokeh. Wenn ich Rauschen in meinen Bildern haben möchte, dann kann ich den Körnungseffekt einsetzen und meine Bilder bekommen sofort einen ganz anderen Charakter. Dann bin ich wie so ein Tourist losgezogen mit der Kamera um den Hals. Ich fand das gar nicht schlimm, die ist so schick, die kann man sich so mal umhängen. Und dann habe ich am Schloss Bentheim Fotos gemacht. Panoramaaufnahmen sind kinderleicht, die Kamera gibt einem eine genaue Anleitung, was ich zu tun habe. Die Kamera lässt sich ganz einfach als Webcam nutzen, einfach ein USB-C-Kabel anschließen, einmal auf USB-Webcam stellen und schon kann man in einer Top-Qualität loslegen. Man hat sofort die meisten Einstellmöglichkeiten an der Kamera, ob ich meine Verschlusszeiten einstellen möchte, meine ISO-Werte, aber eben auch Belichtungsausgleich, der Auslöser ist oben drauf. Da kann ich auch noch einen extra Knopf aufschrauben in der Farbe, wie ich den gerne hätte. Wir haben 2 Wahlräder, eins vorne, eins hinten und auch gar nicht so viele Knöpfe. Das heißt, die Kamera ist sehr einfach zu bedienen. Wir haben natürlich noch unsere Funktionstasten.
und vorne den Blendenring für die manuelle Einstellung. Auf der Rückseite natürlich das Display, was ich eben ausklappen kann und neigen kann. Und das geht jetzt sogar 15 Grad weiter als bei der 5er. An der Seite USB-C, dann natürlich hier Micro-HDMI und ein kleiner Klinke 2,5 mm für Mikrofon oder Remote. Man kann aber auch einen Kopfhörer anschließen, dafür brauche ich einen Adapter. Und ein Batteriefach, ganz klar, mit einem Slot für eine SD-Karte. Makroaufnahmen gehen natürlich auch. Wir haben eine Naheinstellgrenze von 10 cm. Video ist möglich bis 30p. Ich habe jetzt in diesem Fall 25p gefilmt, weil ja mein Projekt auch 25p hat. Jetzt habe ich hier ein 4K-Projekt angelegt und ich habe aber in 6,2K aufgenommen. Das hat den Vorteil, dass ich dann weiter reinkroppen kann und nachher noch die Details noch größer habe auf meinem Bildschirm und ohne Qualitätsverlust. Ja. Natürlich erzeugt 6,2K eine Menge mehr an Daten. Schauen wir uns nochmal die Verbesserung an, im Gegensatz zur 5er Version. Wir haben natürlich den besseren Prozessor und Sensor, 40,2 Megapixel. Die ISO-Werte fangen bei 64 anstatt bei 80 an und wir haben 3 Filmsimulationen mehr. Dann haben wir jetzt eine Bildstabilisierung, IBIS 6 Stufen. Man kann die als UVC-Webcam benutzen, das hatte ich schon gezeigt. Natürlich ist die Bluetooth und Wi-Fi fähig und wir können Videos bis 6K 30p machen. Dann haben wir einen integrierten Blitz, digitalen Konverter, das heißt 1.4 und 2.0. Kamera ist wetterfest und es gibt eine kostenlose Fujifilm X-App. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst doch mal einen Daumen da. Abo und Glocke sind nie verkehrt, dann verpasst ihr kein Video mehr. Wir freuen uns natürlich auch über die Kommentare von euch. Wenn ihr alles nachlesen möchtet, Preise, Details nochmal, dann besucht doch mal www.foto-erhard.de. Dort könnt ihr nochmal alles nachlesen. Und wenn ihr so eine Kamera mal in die Hand nehmen möchtet, die X100 Mark VI, dann könnt ihr eine Filiale in eurer Nähe besuchen. Wir haben aktuell 14 Stück in Deutschland und die netten Kolleginnen und Kollegen freuen sich über euren Besuch. Die haben ganz viel Fachwissen, können euch dort toll beraten. Ein Tipp noch, unsere Foto Erhard Akademie ist für euch da. Wir haben tolle Fotoreisen, Kurse über Foto und Video, aber auch über die entsprechende Kamera. Einfach mal dort reinschauen, da gibt es ganz tolle Sachen zu entdecken. Ich sage danke fürs Zuschauen. Die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung und bis bald.